Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich wollte so einen kleinen Rückblick 2023 machen und euch so eine Vorausschau geben für mein 2024, um euch nochmal so ein bisschen da abzuholen, was erwartet euch, was werden wir gemeinsam machen, wo werden wir hingehen. Was werdet ihr dementsprechend auch in den Videos und Vlogs sehen? 2023 war eines meiner bisher besten Jahre. Und zwar nicht, weil ich 1 Million verdient habe, 3-mal im Urlaub war und einen neuen Partner habe, sondern weil ich erstmalig wieder Glücksmomente erlebt habe. Und zwar nicht die, von denen du weißt, dass du dich glücklich fühlen müsstest, weil das gerade ein schöner Moment ist, sondern wo ich so dieses tiefe, echte Gefühl von ach, so fühlt sich das an, hatte. Und das war das allererste Mal, das wissen eigentlich nur die, die mir auf Instagram folgen, wir waren letztes Jahr im Sommer auf so einem Holzturm. Also du bist auf so einer Holzkonstruktion nach oben gelaufen, über die Bäume sozusagen. Dann war da auch noch so eine gläserne Plattform, auf die man treten konnte. Und die Sonne hat geschienen. Ich war in der Natur. Ich habe mich bewegt. Wir haben halt was gemacht auch. Wir sind erstmal 1 Stunde lang durch 3 Länder gefahren, um da hinzukommen. Und da, während ich da gelaufen bin und so ins Weite, in die Bäume geguckt, habe ich so dieses, ach krass, so ist dieses Gefühl von tiefem Glück und tiefer, echter Freude. Und es mag für manche Leute vielleicht total bekloppt klingen, ich habe das sonst nicht. War ja so viele Jahre so abgeschottet von meinen Gefühlen, dass ich so Gefühlsfeuerwerk nicht mehr so wirklich habe. Und das war ein Moment, der mir ganz krass in Erinnerung geblieben ist. Und das zweite Mal, dass ich das hatte, war, als ich im, wann war das? Oktober, glaube ich, kam der Taylor Swift Konzertfilm in die Kinos. Und da hatte ich das auch. Ich saß da und es ging los und ich hatte Gänsehaut und ich habe geweint. Und es war so schön. Genau. Und ansonsten hatten wir auch einen richtig tollen Sommer 2023. Der war so ganz leicht und schön und oh, einfach wundervoll. Und umso schwieriger wurde es dann, also ich hatte ja so nach den Sommerferien unglaubliche Probleme, da so wieder reinzukommen in den Alltag, mit dem, also da fand ich den Mental Load einfach richtig krass. Und das wurde dann im Verlauf des Jahres alles einfach nur noch schlimmer. Und im Oktober war ja dann richtig Ofen aus. Und so diese Zeit, Oktober, November, Dezember, fand ich, also ich bin jetzt seit 6 Jahren alleinerziehend, und die schlimmste Zeit war natürlich die erste Zeit. Und wenn man das dann rankt, die zweitschlimmste Zeit war die Zeit von Oktober bis Dezember 2023. Das war der Super-GAU. Das war so krass anstrengend und herausfordernd auf so vielen Ebenen. Und dann hast du es einfach schon sehr schwer, ne? Weil deinem Kind nicht so gut geht und dann kommen auch noch Menschen und sind der Meinung, genau jetzt ihre Macht und Kontrolle demonstrieren zu müssen und machen es einfach noch schlimmer. Und das hat mir aber gezeigt, was ich in 2024 möchte. Also war das auch nochmal eine wichtige Sache. Und ich habe dann auch in diesem Jahr das erste Mal die Sperrnächte begangen. Das sind quasi die 12 Nächte, vor der Wintersonnenwende. Und da ist so ganz viel nochmal
das vergangene Jahr aufarbeiten, nochmal ganz krass loslassen. Und das war das erste Jahr und das war so wichtig und so gut, dass ich das gemacht habe, diese innere Einkehr. Also da habe ich mich ja auch ganz sehr hier zurückgezogen und arbeitsmäßig komplett zurückgezogen. Diese innere Einkehr, dieses Loslassen. Und da war, ich habe zu den Spernichten Kurs mitgemacht und da war so eine krasse Meditation dabei, wo du hattest so eine Sache in deinem Kopf, die du loslassen wolltest und hast deinen kompletten Körper angespannt. Ich hatte danach Muskelkater. Und dann hast du die Körperanspannung losgelassen und dieses Thema losgelassen. Das war geil. Und ich habe aber auch ganz viel Wertschätzung, also Wertschätzung für diese Zeit, für diese 3 Monate, die so schwer waren, Wertschätzung für das Jahr, aber auch Wertschätzung für die vorangegangenen Jahre und habe halt da diesen Tonus fürs neue Jahr gesetzt, weil in solchen Momenten auch ganz oft nochmal Themen hochkommen. Also ich habe nochmal, da kam nochmal ein Schattenthema hoch, was ich so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und halt dieses, okay, das fand ich jetzt richtig scheiße und das möchte ich 2024 nicht mehr, also tue ich das, das, das und das, damit sich das ändert. Und in diesem neuen Jahr war mir halt klar, das große Wort, das große Thema ist Freiheit. Ich möchte frei sein vom Verhalten anderer Menschen. Ich möchte frei sein von meiner Vergangenheit. Ich möchte frei sein von meinen negativen Gedanken und Verhaltensmustern. Also noch freier sein. Ich möchte noch mehr loslassen, was mich so zurückhält. Ich möchte Blockaden abbauen. Release ist ein ganz großes Thema, das habe ich im letzten Vlog auch erzählt. Also Tools, Routinen zum Stress-Release, zum Trauma-Release. Dazu wird es auch noch mal ein paar Videos auf jeden Fall geben. Und dann bin ich in 2024 gestartet und es war wie jedes Jahr. Mein Start ins neue Jahr ist immer holprig, sonst eigentlich immer holprig wegen meinem Kopf, weil ich da eigentlich meistens so kleinere depressive Phasen habe. Und dieses Jahr war es aber so, dass mein Körper gestreikt hat und mein Körper gesagt hat, weißt du, wir denken uns, es wäre mal Zeit, 4 Tage auf der Couch zu liegen, weil nichts anderes geht. Machen wir doch jetzt mal. Fand ich natürlich doof. Und da kommen aber natürlich auch wieder diese Themen hoch von ich mache nichts, ich mache nicht das, was ich mir vorgenommen habe, ich will hier nicht rumliegen. Ne, dieses, eigentlich müsste ich doch jetzt den Weihnachtsbaum wegräumen und das aufräumen und das sauber machen, aber ich kann nicht und deswegen liege ich hier. Aber ich könnte ja doch, weil ich habe ja kein Fieber oder irgendwas krass Schlimmes und oh, diese innere Zerrissenheit. Also das ist auch immer noch ein großes Thema, die es sich gönnen, tagsüber auf der Couch zu sitzen und einen Film zu gucken. Aber also ich habe dann auch da an einem Tag 2 Filme geguckt zum Beispiel. Aber ich kann das sonst nicht. Und das ist auch ein Thema, was ich problematisch finde, dass ich davor halt monatelang keinen Film gucken konnte, weil unsere Abende nicht so aussehen, wie das vielleicht bilderbuchmäßig ist. Um 7 gehen die Kinder ins Bett und dann hast du frei. Also so läuft es bei uns nicht. Und ich hatte eh die Tage zuvor extrem damit zu kämpfen, dieses, oh, ich habe abends keine Zeit für mich. Ich kann da abends nicht nochmal was lesen oder einen Film gucken und es nervt mich. Und dann hat mein Körper gesagt, ja gut, dann mache ich das doch für dich möglich, indem ich krank werde und du dann auf der Couch liegen musst. Also so ist mein Jahr gestartet. Also ich war quasi zu einer Pause gezwungen, das hat mich sehr unzufrieden gemacht. Und nochmal so diese, was ist so die Ausrichtung für 2024? Ich hatte euch bei Instagram mal gefragt, was ist so euer Wort für 2024? Weil meins ist, wie gesagt, Freiheit. Damit habe ich auch schon so ein bisschen für mich schreiberisch gearbeitet. Also dieses Freiwerden von anderen, von den Meinungen anderen, von dem Verhalten anderen. Auch noch mehr Grenzen setzen, auch ausloten. Und dafür habe ich auch schon Termine gemacht. Wie groß kann ich meine Grenzen ziehen? Was sind meine Möglichkeiten? Tun, was mir Spaß macht. Das soll immer mein Fokus sein. Ich möchte tun, was mir Freude bereitet. Ich möchte tun, was mir Spaß macht. Ich möchte nichts mehr tun, weil man es tut, weil andere es tun, sondern ich möchte tun, was mir Spaß macht. Ich möchte Hürden überwinden. Ich möchte Dinge aufleben lassen, die mich früher extrem begeistert haben.
Und dann ist irgendwas passiert, von dem ich nicht weiß, was es ist. Und dann haben mich diese Dinge plötzlich nicht mehr begeistert. Und ich möchte wieder dahin kommen, dass mich diese Dinge begeistern. Und immer wenn ich so in den Sperrnächten, vor allen Dingen dann auch in den Rauhnächten natürlich, die ich auch gemacht habe, wo es darum ging, hey, was sind so die Themen fürs nächste Jahr? Was sollst du machen? Was ist so der Tonus? War YouTube immer ein ganz großes Thema. Und ich möchte versuchen, hier wieder mehr präsent zu sein, mehr Content zu liefern. Das fällt mir insofern schwer, weil ich ja mal sehr, sehr viel YouTube gemacht habe und das aber mittenteil war, warum ich in das Burnout gerutscht bin, weil ich so ein zahlenfokussierter Mensch dann auch bin und machen, machen, machen und liefern, liefern, liefern. Und ich habe ja manchmal tageweise gevloggt, also Mai-Vlog habe ich gemacht, habe ich jeden Tag im Mai gevloggt oder Vlogtober oder Vlogmas oder solche Sachen. Und das ist natürlich krass strapaziös. Und ich muss so eine Balance finden zwischen, und da ist wieder dieser Fokus, was mir Spaß macht. Und wenn es mir keinen Spaß macht, dann mache ich es nicht. Aber YouTube soll ein großes Thema dieses Jahr werden. Und da freue ich mich natürlich drauf, wenn ihr diese Reise mit mir geht und wenn ihr mich dabei unterstützt. Und unterstützen könnt ihr mich hier auf YouTube immer, indem ihr die Videos liked, indem ihr einen Kommentar schreibt. Und wenn es nur ein lieber Kommentar ist, indem ihr mir erzählt, welche Farbe euer Pullover heute hat. Also Kommentare helfen immer wahnsinnig. Natürlich auch, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr was erzählen wollt und wir uns ein bisschen austauschen können. Meinen Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Den Kanal oder wenn ihr mal ein Video als sehr wertvoll erachtet, den mit jemandem teilen, den in Instagram in eure Story packen, in euer WhatsApp-Status, was auch immer ihr so nutzt. Das würde mir wahnsinnig helfen und das würde mir sehr bedeuten, weil das ist eine Wertschätzung von euch an mich für meine Arbeit, die ich hier mache und die ich an die Welt hinaustragen will. Und das war so ein bisschen so ein Recap vom letzten Jahr. Ein, hey, da will ich hin in diesem Jahr und damit wünsche ich uns jetzt sozusagen ganz viel Spaß, ein ganz tolles Jahr 2024. Hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat, freue mich von euch in den Kommentaren zu lesen und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!